Hallo, heute zu Folge 107 in Horizon Forbidden West. Jetzt nach der letzten Hauptquest möchte ich mir anschauen, wo genau sind meine Verbündeten und was machen sie gerade. Es ist wirklich niemand mehr da außer Peter. Alle haben sie mich allein gelassen. Außer Peter und Silence. Nein, sie sind alle unterwegs, um das Volk zu informieren. In meiner letzten Folge war ich so traurig, dass die Basis jetzt so einsam ist. Mit Peter haben wir gesprochen und auch mit Gaia. Gaia hat ja gesagt, sie muss sich neu initialisieren. Somit gehen wir gleich weiter. Ich habe meine Verbündeten gefunden und zwar komplett verteilt auf der Karte. Ich konnte nämlich beim Abspann sehen, dass So eigentlich nach Rheinklang gegangen ist. Und ich hoffe, ich finde sie sich hier. Siehst du, die Landgötter haben uns nie ganz verlassen. Ich wusste es. Ich glaube dir. Was sagt ihr? Es ist uns eine Ehre, eine Jägerin wie dich kennenzulernen. So viel Ehre habe ich gar nicht verdient. Ich suche So. Kin. So, bist du da? Komm schon, sag, dass du da bist. Wir lauschen, wir schlagen zu, auf der Jagd und im Geschäft. Sieht schlecht aus für mich. Aloy. Rheinklang heißt dich willkommen. So. Aloy, schön dich zu sehen. Rheinklang sieht so verändert aus. Die Felder gedeihen und mein Volk auch. Schön zu hören. Und wie läuft es mit dem Chor? Langsam. Den Chor zu überzeugen, irgendetwas gegen Nemesis zu unternehmen, wird nicht einfach. Die Utaru wissen, was du für sie getan hast. Mit etwas Zeit bringe ich sie schon dazu, uns zu unterstützen. Ob es dem Chor gefällt oder nicht. Du findest einen Weg. Bald werden wir eine neue Ernte feiern können. Wo einst Plage und Sorge herrschte, ist jetzt Überfluss. Vorbei ist die Zeit, als wir auf den Tod warteten. Jetzt ist die Zeit, uns zu sammeln und zu kämpfen. Genau. Und dafür suche ich nicht nur dich So, sondern auch Erend. Oh, ich bin jetzt hier in Landfall und möchte schauen. Das ist dann wohl erstmal zu Hause. Ah, Streitspieler-Experte, aber leider kein Ehren. Ehren sollte auch nicht hier sein. Hast du Wahrsager Lyrik gesehen? Denkst du an eine Eroberung? Du weißt doch noch, dass wir auf der Reise die halbe Flotte verloren haben, oder? Ah, ein Datenpunkt, den kenne ich noch gar nicht. Für Gwen. Für unsere Zukunft, Aufseher Bohai. Alva, ich hab dich gefunden. Ist das schön? Da werden wir eine eigene Folge machen. Alle Verbündeten unter einem Hut. Hier ist Alva in Landfall. Hey Alva. Danke, dass du noch hier bist. Es war bestimmt nicht leicht zu bleiben, als die meisten Quen gegangen sind. Ich kam in dieses Land, um meine Familie zu retten. Ich kann noch nicht zurück. Nicht bei dem, was kommt.
Ich habe Bohai von Nemesis erzählt und gab ihm einen neuen Fokus. Oh. Können wir ihm denn damit trauen? Er wird zu Hause sicher einen Weg finden, ihn zu seinem Vorteil über die anderen Aufseher auszunutzen. Aber wenn Gaia wieder vollständig läuft, können wir vielleicht ein Netzwerk aufbauen und so mit ihm in Kontakt bleiben. Vielleicht kann ich sogar mit meiner Schwester sprechen. Er sagte, er würde den Kaiser bitten, uns Hilfe zu schicken. Meinst du, der Kaiser wird auf ihn hören? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Doch ich hoffe es. Konntest du dir die Daten schon ansehen? Es gibt noch einiges durchzusehen. Aber ich glaube, wir kriegen das System gegen Überflutungen zum Laufen. Und ich habe nochmal über unsere Erkenntnisse über die Ahnen nachgedacht. Die Aufseher wollten uns glauben lassen, dass sie unfehlbare Vorbilder sind. Aber Pharaoh war es nicht mal annähernd. Aus seiner Gier entstanden Maschinen, die Welt verschlangen. Das Archiv über das Wissen der Alten wurde zerstört, um seine Fehler auszulöschen. Als wir erfuhren, dass Aileen bei der Vertuschung hunderter Toter half, begann ich zu glauben, dass sie alle gleich sind. Selbstsüchtig, egoistisch, grausam. Aber letztendlich ist das nicht so einfach. Die Wahrheit ist kein gerader Tintenstrich auf einer Schriftrolle. Sie ist ein Klecks, verschmiert, ausgeblichen auf schmutzigem Pergament. Ich wünschte, das könnten mehr Quen sehen. Anstatt wegzusehen, anstatt sich die Wahrheit für sich selbst zurechtzudrehen. Bohai wird dir kaum zustimmen. Ja, und auch nicht der Rest des Rats der Aufseher. Wie Aileen gesagt hat, es ist leichter, die Lüge für wahr zu halten. Aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Und dieser Wahrsagerin wäre weniger nicht genug. Dafür danke ich dir, Aloy. Weißt du, die Basis fehlt mir irgendwie. All die interessanten Daten. Wie sollen wir zu Hause und erklären, die anderen. Was natürlich. Komm zurück zur Basis. Aber du fehlst mir. Haben wir über die Fokusse Kontakt. Ja, aber das ist nicht das Gleiche, Alva. Wir haben auf dem Weg so viele Schiffe verloren. Nein, ich hoffe, die Flotte kommt sicher nach Hause. Wenn Nemesis kommt, bin ich an deiner Seite, Aloy. Ist Nemesis vielleicht eine Erweiterung, die sie uns noch verschweigen? Wir haben auf dem Weg so viele Schiffe verloren. Ich hoffe, die wie die Insel Iki eine Erweiterung für Ghost of Tsushima ist, das wäre ja Hammer. Also weißt da würde ich mich echt die Basis freuen. Fehlt mir irgendwie. Ja, und du fehlst mir auf der Basis. Ich dachte, ich kann dich und zurückholen. Die anderen, natürlich. Aber jetzt. Wenigstens haben wir über die Fokusse Kontakt. Da hast du recht. Jetzt muss ich noch schauen, ob ich Ehrend finde. Okay, das schaue ich jetzt aber hin. Aloy, bitte. Entschuldige das Chaos. Ich dachte, das Ausräumen ginge viel schneller. Aber die Aufgabe ist monumental. Ist alles Alvens? Soweit überhaupt je etwas Alvens war. Nachdem wir ihn vertrieben hatten, wollten seine Schläger seine Sachen holen. Es stellte sich heraus, dass Alvens jede Menge Diebesgut angehäuft hatte. Und auch ziemlich viel Müll. Der Mann hatte eine ganz üble Neigung zum Horten. Und wie läuft es im restlichen Schrecken? Alles läuft ziemlich gut, seit Petra die Aufsicht hat. Die Arbeiten in Fahrlicht laufen wieder. Du hast hier alles in Ordnung gebracht, Aloy. Wenn du nicht gewesen wärst... Ist das... Meine Dornrücken-Glücksfigur! Ich dachte, sie wäre weg! Dank dieser sonnenberührten Figur habe ich 9 Spiele gewonnen. Wie hat Alvin die... Na, egal. Wir sind jetzt wieder im Geschäft. Bis bald, Javad. Schließungsbeschluss, neuer Datenpunkt. Eine formelle Nachricht mit einem offiziellen Kaja-Siegel. Hiermit wird diese Einrichtung auf Anordnung
des strahlenden des Sonnenkönigs Avard aufgrund fortgesetzter abscheulicher Verstöße gegen das Kalscher Handelsrecht geschlossen. Die Vergehen beinhalten unter anderem Preistreiberei, organisierte Kriminalität, Schmuggel, Handel mit verbotenen Waren, Wucher, Übervorteilung, Betrug, Bestechung, arglistige Täuschung sowie den unerlaubten Verkauf infektiöser Nutztiere. Unterzeichnet im Licht der Sonne. Kraft der Autorität von Javad dem Willigen, Magistrat des Schreckens. Interessant. Und ich habe noch einen gesehen. Ja, das ist Odurg. Lavan, okay. Talana. Dann ist Amadis schon wieder weg? Wir haben uns gleich an den Toren getrennt. Ich sollte ihn zurück ins Sonnenreich bringen? Das habe ich. Tut mir leid, dass ihr euch nach all dem am Ende doch getrennt habt. Mir nicht. Wirklich? Ich will nicht bei ihm bleiben, wenn er noch an Nessa hängt. Vielleicht lässt er sie nie los. Vielleicht, wenn er erkannt hat, was er will. Wer weiß. Ich weiß jedenfalls nur, dass es niemanden gibt wie ihn. Das klingt kompliziert. Die Donnerkieferjagd ist einfacher. Irgendwann verstehst du das. Naja, ich weiß nicht. Habe ich auch immer gesagt. Ich muss jedenfalls wieder zurück zur Jägerloge. Drosseln ausbilden, bornierte Adlige rauswerfen. Aber hey, etwas Gutes hatte der ganze Schlamassel. Ich konnte wieder Zeit mit dir verbringen. Du wirst mir fehlen, Talana. Also, denk daran, wann immer du da draußen eine Riesenmaschine erledigst, erledige ich im Osten gerade eine noch größere. Okay. Talana ist cool. Komm her. Ja. Auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen. Das ist gut. Ein Spiegel. Ich warte noch. Worauf? Ich hörte, was in der Fäulnis passiert ist. Auf eine warme Mahlzeit? Du hast Glück, dass du nicht den ganzen Weg zurücklaufen musstest. Eine Entschuldigung. Die Drossel. Wofür das denn? Du hast mich hier unschuldig weggesperrt. Oh, genau. Das. Meine Herrin? Gut, du bist aus der Zelle raus. Und hast du sie? Ich hab sie. Die Eklipse sind Geschichte. Hörst du? Sie hat unsere Arbeit erledigt. Wieder mal. Und sie hat's überlebt. Hätten wir wohl nicht. Du hast an mich geglaubt, Retterin. Du hast die Wahrheit gesagt. Siehst du? Bin nur unabsichtlich angekommen. Gehen wir weiter ins nächste Dorf. Kurz darauf erstrahlte der ganze Hain voller Lichter. Wie in den Tag. Aloy, ich erzähle Kavor gerade, wie du die Visionen enthüllt hast nach Regalas Angriff auf die Kulrut. Ich wollte immer wissen, was Häuptling Hikaru sah und hörte, als er den Hain eroberte. Jetzt wissen wir's. Schade, dass du es nicht sehen kannst. Ist schon gut. Ich kenne eine Kaplanin, die dort war. Die Taten der Zehn haben schon immer unseren Kampfgeist gestärkt. Nun werden sie uns ebenso zum Frieden führen. Alles dank dir, Aloy. Ich suche Erend. Die anderen habe ich ja alle schon gefunden. Ah, Erend! Da stehst du ja. Ich habe dich so vermisst. Jetzt kann ich nicht mehr mit dir Streit spielen. Aber ich habe noch einen Speicherpunkt. Also, Las Vegas. Wie läuft's? Ich habe mit Morlund besprochen, wie wir die Nemesis-Sache im Anrecht verbreiten wollen. Die Osseram sind frei. Sie mögen keine Zusammenarbeit. Aber er und ich, wir kennen viele Leute. Wenn genug von denen wütend werden, müssen die Präfekten zuhören. Wenn irgendjemand das schaffen kann, dann ihr beide. Du hast dich um diese abtrünnigen Tenax gekümmert? Ich bin erleichtert. Weißt du, irgendwann will ich mit dir mal ein Abenteuer erleben, bei dem keine wütenden Osseram im Spiel sind. Ich habe Schwierigkeiten, das alles zu begreifen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Doch wir sorgen dafür, dass mein Volk zu dir steht, wenn Nemesis auftaucht. Ich wollte eine irre Geschichte von einem fliegenden Ball weiß machen. Es ist gut, dass wir Seras Pläne verleitet haben. Meine Schwester wäre stolz. Mich interessiert mehr, wie sie es. Meine Tränke sind kein Bier. Ich glaube, ich sollte mich noch schön anziehen. Sehr etwas dunkler vielleicht. Aber sie sind besser für mich. Weil ich möchte noch mit besuchen gehen. Eigentlich sollte ich dann ganz in Schwarz kommen. Das ist mein dunkelstes Gewand. Ja. Bin erleichtert. Und wann haben wir die? Erend und Cotalo haben wir aber auch noch nicht besucht. Dem werden wir auch noch einen Besuch abstatten. Und ich kann mir schon vorstellen, wo Cotalo ist. Erend, komm doch mal wieder Schwein spielen. Das würde mich echt freuen. Ist in Ordnung. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Ja, da hast du recht. Und ich habe noch immer die Osterhasen da sehen. Der wird sicher beim Häuptling sein. Hier bin ich. Cotalo. Habe ich dich gefunden. Hallo. Wie fühlt es sich an, wieder beim Stamm zu sein? Es ist ungewohnt. Ich hatte mich an deine Basis gewöhnt. Und an deine Freunde. Hab mit Tekaro über Nemesis gesprochen. Die Kommandanten sind die Nächsten. Meine Hoffnung ist, dass der ganze Stamm hinter dir steht, wenn es soweit ist. Danke, Cotalo. Das tut gut. Danke für die Hilfe mit meinem neuen Arm. Die anderen Tenakt betrachten meinen Arm mit Sorge. Ich mag ihn. Mein neuer Arm ist stark, aber ich brauche ihn nicht immer. Danke für die Hilfe mit meinem neuen Arm. Also Cotalo redet jetzt nur über seinen neuen Arm. Freut mich. Die anderen Tenakt betrachten meinen Arm mit Sorge. Ja, das glaube ich dir. Ich mag ihn. Tilda. Sie wollte mich auf ihrem Schiff einschließen. Wie eins der Gemälde in ihrem Haus. 1000 Jahre des Bereuens. Und sie hat nichts verstanden. Tilda, ja, das war Tildas Raum. Also, da ist sie gestanden. Ich würde sagen, gehen wir noch Wahl besuchen. Vieles lief nicht wie geplant. Und es liegen noch Gefahren vor uns. Vielleicht die größten bisher. Aber was Beta und ich erreicht haben, gibt mir Hoffnung. Wir kämpfen für Elisabeths Traum. Zusammen. Zusammen ist das richtige Stichwort. Und wir werden dann auch nochmal zu Gaia gehen. Sie hatte gesagt, sie muss sich initialisieren. Es schneit gerade. Sonst würde das hier viel schöner aussehen. Der Schnee knirscht unter den Stiefeln. Wir haben es geschafft, Val. Die Zeniths gestoppt. Das Leben auf der Erde gerettet. Naja, fürs Erste. Es naht eine neue Bedrohung. Ich weiß nicht, wie wir sie abwehren sollen. Aber wir versuchen es gemeinsam. Wir alle. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ich komme wieder, wenn ich kann.
Ich werde Val natürlich so oft es geht besuchen. Einstweilen habe ich hier nur mehr zwei Auftragsquests. Das wäre das Andenken und Gezeiten der Gerechtigkeit. Das heißt, vielleicht kommt noch die ein oder andere Folge dazu. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt alle meine Gefährten gefunden habe. Und mit Erend kann ich jetzt nicht mehr Streit spielen. Das heißt, macht es vorher. Ich kann es schon. Ich habe ja noch einen Speicherpunkt. Vielleicht versuche ich es sogar nochmal. Weil das hat echt Spaß gemacht. Aber hier jetzt per Wahl darüber zu reden, ist gerade nicht der richtige Ort. Ich werde mich nochmal zur Wahl setzen und ja. Wir und mich dann auch von euch verabschieden. Das war's jetzt mal fürs Erste nach der Hauptquest. Ich habe alle meine Verbündeten gefunden und sogar noch ein paar mehr. Gibt sicher noch in dem einen oder anderen Dorf Freunde, mit denen ich reden kann. Das waren jetzt einmal die wichtigsten für mich und ja. Ich verabschiede mich. Horizon Forbidden West. Ein wunderschönes Spiel. Ich hoffe, es kommt eine Erweiterung. Wirklich. Würde mich echt freuen. Also dann. Viel Spaß weiterhin. Tschüss.